Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Don't Knock Twice. Denn wenn du zweimal klopfst, dann kommt die Hexe. Im ersten Teil ist so mittelviel passiert. Und im zweiten Teil gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt, ne? In der letzten Folge haben wir erfahren, dass wir extrem heiß sind. Und ich hoffe, wir gewinnen den Kratzkampf gegen die Hexe. So, wir haben uns noch gar nicht umgeguckt. Mach ich das doch mal gleich. Wir sind ja, wir machen ja irgendwie irgendwelche Skulpturen oder so. Bestimmt treffen wir noch auf irgendwelche gemachten Skulpturen von der Braut, also von uns. Die Tür ist bestimmt verschlossen, aber ich schaue trotzdem mal. Okay, die ist verschlossen. Eine Mikrowelle. Praktisch. Wenn die Nächte mal länger wurden, ha? Huh? Okay. Da ist irgendwas unter einem Leinentuch. Und da auch. Und ich will irgendwie nicht herausfinden, was es ist, ehrlich gesagt. Okay. Das sieht voll echt aus. Ob ich das runterziehen kann? Kann ich nicht. Okay, aber das sind Schuhe. Okay, gucken wir uns das an. Das ist eine richtig schöne Figur, die hat Talent. Ah! Fuck you! Leck mich am Arsch! Der war gut, der war echt gut. Shout out an die Entwickler, der war gut. Fuck you, ich will nicht mal weiterspielen. Das Spiel ist scheiße. Hallo? Hallo! Echt hübsch, echt hübsch. Oh, fuck. Ich dachte, das passiert mir in dem Spiel nicht mehr. Na gut. Geht's hier überhaupt weiter? Das sind irgendwelche Kelche. Das sieht so aus, als ob ich daran drehen kann. Na komm. Ei. Cool. Das? Ach, der Kelch. Am Anfang schien es mir wie Augen. Na gut, dann gehen wir da doch hin und schnappen uns den Kelch. Hallo? Sind Sie ein Triebtäter? Ah. Huah. Warum kann ich dich nicht nehmen? Vielleicht später? Vielleicht muss ich da Wasser reintun oder so? Ja, ich komm ja schon. Boah, das Kind hat mich immer noch so verstört. Die können ja eigentlich diese Kerze doch mitnehmen, oder nicht? Warum kann ich die Kerze nicht mitnehmen? Kann ich irgendwas in den Kelch tun? Dass dann sich ein Rauch auflöst? Ach nee. Na gut. Oh, Chloe. Ei, ei, ei. Ach. Komm doch, komm doch. Los, Kratzkampf. Los. Na gut. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Wie kannst du es wagen, das zu deiner Mutter zu sagen?
Die Nächte waren wohl doch ziemlich oft sehr lang. Das sind so Räume, die möchte man in Wirklichkeit überhaupt nicht betreten. Ich traue diesem Rauch nicht. Hallo? Ah, der Türtrick. Oh, da ist eine Sprühflasche mit einer Kerze. Ich dachte, ich muss hier nicht viel interagieren. Ich dachte, es wird nur auf mich eingerieselt. Na toll, jetzt muss ich schon irgendwie irgendwas verbrennen. In slawischer Volkskunde ist Baba Yaga ein übernatürliches Wesen, das mit einer missgestalteten, grausamen Frau, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Sie ist die älteste Art der Hexe, grimmig und übel. Sie lebt im Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht selbstständig, Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Okay, das ist schon mal die Hexe in Form einer Frau, die irgendwelche nackte Babykinder. Ah nee, da ist die Hexe, da ist sie doch. Schwarz Ungetüm. Ach so, und die müssen geopfert werden. Also hab. Hä? Soweit ich es verstanden habe, bin ich die, die das Kind geopfert hat? Oder was? Das ist ein schönes Bild. Okay. Oh Mann. Okay, jetzt ist es interessant, Leute. I'm ready to fight. I'm ready für den Kratzkampf. Ja, aber. Habe ich das überhaupt unendlich? Okay. Kann ich nicht irgendwie noch eine Kerze mitnehmen? Das ist die einzige Kerze, die ich habe. Okay. Ich hoffe, ich habe unendlich. Oh, Scheiße. Weg von mir. Ich sagte, bleib weg. Da ist noch so ein Ding. Was passiert da jetzt eigentlich, wenn ich das zerstöre? Was soll dieser Rauch? Oh, vielleicht brauchte ich es wirklich noch für die Ranken. Ich dachte, jetzt kommt die Hexe in die Offensive und greift mich an. Ich bin ein Mann wie ein Baum, ne? Das muss nicht sein. Sind wir wieder am Anfang? Haben wir eine kleine Runde gedreht? Jetzt ist es wieder los. Hallo? Sind Sie ein Triebtäter? Gerne meine Kerze wieder anzünden. Oder brauche ich das Ding nicht mehr? Aber irgendwie würde ich es gerne mitnehmen. Finde ich doof. Ich würde es echt gerne mitnehmen. Wir wollten halt so ein bisschen Interactive Action mit einbringen. Ja, soll ich da einfach wieder rein oder soll ich es mal mit der anderen Tür probieren? Hier liest zu.
Kampfformation 4. Kranzkampf Action. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles meine Schuld. Ja, du hast dieses Hexenritual durchgeführt, nicht ich. Und die Mutter muss es natürlich wieder ausbügeln. Okay. Wir was mal mit der Tür hier probieren. Ich möchte die Kerze immer noch, irgendwie noch nicht verlieren. Ich probier's. Mit dem Baby war immer noch das Krasseste. Ich könnte auch so eine Flasche mitnehmen. Kennen wir das nicht schon? Ja, das kennen wir schon. Ist da irgendwas hinzugefügt worden oder was? Nee. Ich dachte, vielleicht hat die Hexe in der Zeit noch irgendwie eine Notiz dazu geschrieben oder sowas. Trifft mich im Schlafzimmer. Nackt. Könnte ja sein. Wer weiß. Okay, probieren wir es mal, sie anzuzünden. Wenn es nicht geht, dann werfe ich es weg. Er geht nicht mehr. Das ist so eine. Wisst ihr, das ist so eine Einwegkerze. Dreck. Scheiß, ein Orovar. Okay. Okay, werde ich jetzt wieder von Spiegeln angegriffen. Die Bilder haben auch einen neuen Anstrich bekommen. Ist so ein bisschen geöffnet. Ah, hier sind wir richtig. Jetzt wird erstmal gezackt. Oh, nervt mich nicht. Kampfformation 5. Summoning Ritual. Also da hat sie erstmal gegoogelt, wie das geht, und hat es nachher gemacht, ne? Da lernt ihr mal wieder, Leute, damit ist nicht zu spaßen, ne? Beschwörungsritual, Edelsteine des Geistes. Brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das? Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Mhm. Vorderseite Chloe mit 9 Jahren und ihre Lieblingspuppe Ruby. Rückseite Feuer, um ihr kaltes, totes Herz zu kochen. Ach, der ist süß. Was meint ihr, soll ich eine Runde spielen? Was steht denn da? Yubi. Oh, ey, ich bin beliebt. Es tut mir leid, bitte hilf mir. Ich meinte das nicht ernst. So sind sie, die Kinder. In einem Moment hasst sie dich und beleidigen dich als Hure. Und im anderen kommen sie wieder angekrochen, wenn sie Geld brauchen. Die Schlampe braucht bestimmt wieder nur Geld. Also dieser, ich lass mal eine Flasche umfallen Trick, der funktioniert nicht mehr. Das finde ich nur noch so mittelunheimlich. Okay, oh, das ist eine Karte. Okay, wir sind hier im Game Room. Wir sind hier im Game Room. Entrance Hall, Kitchen. Wir müssen noch in die Kitchen, da waren wir noch nicht. Basement und Drawing Room. Im Drawing Room waren wir eigentlich. Wenn das dieser. Oder war das der Keller? Spielzimmer, Keller, doch. 5 ist Keller. Genau, Basement, da waren wir. Wir boxen uns einfach mal durch. Das merke ich mir jetzt nicht alles. Das würde ich natürlich gerne mitnehmen, ne? So. Jetzt kann sie kommen. Los, komm! Jetzt fängt der Schaukelstuhl bestimmt an. Uiuiui.
Also das Spiel hier, die Entwickler, die mögen Text. 9. Mai 2016. Ben Thomas im Auftrag von Jessica Webb. Ich stelle mich lieber so hin, das ist mir irgendwie lieber. Das sollten die auch in den Horrorfilmen beachten. Dreh dem Feind nie den Rücken zu. An die zuständige Abteilung. Ich kenne Jess jetzt schon über 5 Jahre. Und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Und es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass ich diese Beschreibung meiner lieben Frau verfassen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter. Sie ist meine Stimme. Oh. Sorry, sorry, Leute, sorry. Sie ist meine Stimme. Keine Ahnung. Achso, Stimme. Stimme. Stimme, heißt das, Leute. Stimme der Vernunft. Und ich bin stolz, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Ich glaube, dass die Vorenthaltung von Chloe gegenüber Jess eine Verminderung von allem ist, was sie zu bieten hat, und raubt ihr die verdiente Gelegenheit der Wiedergutmachung. Uns ist bewusst, dass sie vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass Jess alles tut, um Chloe Glück, Sicherheit und Liebe zu geben. Sie hat ihr Leben drastisch geändert und ist erfolgreich geworden. Und ich behaupte, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Mit freundlichen Grüßen, Ben Thomas. Amen, Bruder. Okay. Okay, da ist ein Ball. You are. Puh. Gehen wir mal näher ran. You are mine. Ah. Na gut. Wir haben 2 Türen zur Auswahl. Das ist doch ein Angebot. Ja, mit der Kampfformation 4 ist nicht zu spaßen. Und dorthin konnte ich schon mal nicht. Hier spielt die Hexe üblicherweise immer Billard. Die ist nur sauer, weil wir sie dabei gestört haben. Bin mir ganz sicher. Tür ist wieder zu. Das Schwerste in dem Spiel sind die Türen aufzumachen. Okay, gehen wir weiter. Chloe. Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche, sie brennt. Okay. Okay, wir müssen in die Küche, habe ich das leise Gefühl. Die Küche, die Küche, die Küche, die Küche. Wo war sie denn nochmal? Wisst ihr was? Ich nehme mal, bevor ich da jetzt rumlatschen muss, nimm das mal mit. Okay, ich bin hier im Games Room. Da bin ich hergekommen, vom Keller. So, da gehen wir jetzt hier in diesen Vorraum. Oder? Bin ich jetzt blöd? Ja, wenn es hier so dunkel ist, dann kann ich es auch gar nicht lesen. Packen kann ich das leider auch nicht. Waren wir hier schon? Ja, stimmt. Okay. Oh Mann. Ich glaube, die Küche ist hier. Ja. Ja, die Küche ist hier. Och ja. Ich muss mich immer nach hinten umsehen, weil ich immer denke, da kommt irgendwas von hinten eventuell. Aber ich glaube, so ist das nicht gemacht. Das ist eine schöne Pflanze.
Ja, ich brauche mich gar nicht umdrehen. Okay, vielleicht doch. Shame on you. Da hat jemand den Ofen angelassen. Das finde ich gut. Es gab eine junge Frau, die von allen anderen Menschen aus ihrem Dorf schikaniert und gestichelt wurde. Sie war stets einsam, aber sehnte sich, Mutter zu sein und für ein Kind zu sorgen. Mit dem Alter zog sie sich aus der Gesellschaft zurück. Kinder des Dorfes nutzten ihr Wissen, um über das Verlangen der Frau aus. Wissen über das Verlangen der Frau aus. Sie klopften an ihre Tür und liefen weg. Man sagt, es trieb sie allmählich in den Wahnsinn. Ihr Irrsinn und Not traf sie ein Abkommen mit dem Dämon Baba Yaga. Ihr sollte der Kinderwunsch gewährt sein. Musste aber der Baba Yaga fortan dienen und ihr menschliche Kinder als Opfer darbieten. Die Dorfkinder, die sie so gequält haben, sollten ihre Rache spüren. Sie legte einen Fluch auf ihre Tür, sodass jeder an die Tür klopfendes Kind zur Beute von Baba Yaga. Coole Geschichte. Und da fehlt ein Zettel. Ich glaube, das war der, den wir in der Hand hatten, oder? Nee. Nee, ich glaube, den finden wir noch. Fällt ständig irgendwie irgendwas um. Ich bekomme gar nicht mit, wo. Ach, später kann ich es scheinbar doch noch irgendwie. Irgendwie kann ich das noch aufmachen. Oh, Leute! Hallo! Das ist ja. Was ist das? Panzerglas? Ich habe schon mal was für später. Okay, jetzt kann sie kommen. Du kannst mit der Axt verschlossene Türen öffnen, indem du die Türgriffe abschlägst. Leute, und ich glaube, das geht nur hier. Und sonst werde ich das wahrscheinlich niemals mehr benutzen müssen. Na, das hat sich gelohnt, ha? Okay, ich glaube, wenn ich da jetzt durchgucke, dann passiert was. Okay, Leute, ich gucke da jetzt durch. Ich gucke da jetzt durch. Ja. Oh Mann, ey. Axt. Kampfformation. Ruhig bleiben. Okay, lass dieses fauchen. Das ist zu. So, jetzt dürfte der Ofen auch aus sein. Oh, fuck you! Da war ein Schatten. Da war ein Schatten auf dem Boden. Wenn ich mich nicht irre, außer ich bin jetzt paranoid geworden. Oh, leck mich. Eine Puppe.
Hä? Ich hab dich doch gerade eben bekommen. Ich hab dich noch gar nicht richtig angeguckt. Ich wollte gerade die Ofentür mit meinem Fuß zumachen. Oh, was jetzt? Die Hoffnung ist sicher. Ich höre ein Klavierspiel, Leute. Und in diesem Haus gibt es ein Klavier. Das ist ziemlich gefroren. Scheinbar doch da durch. Ah! Nee. Weil das ist doch hier irgendwo gegengeflogen. Ich kann es doch kaputt machen. Aber will ich da wirklich hin? Leute, will ich da wirklich hin? Hallo? Hä? Dir das ehrlich gesagt nicht. Fuck you! Meine Nachbarn sind nicht zu Hause. Oh Mann. Ich hätte das ja eigentlich ahnen können, oder? Ich hätte das ja echt eigentlich ahnen können. Oh. Ich hätte mit der Kratzformation nach vorne gehen müssen. Oh Leute. Oh Leute. Will ich das Spiel wirklich weiterspielen? Will ich das wirklich? Ich will da weitergehen. Oh Mann, ich brauche erstmal eine Pause. Ich brauche erstmal eine Pause. Leute, ich muss erstmal gucken, wo ihr seid. Ich bin richtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Schaltet in der nächsten ein. Wenn wir herausfinden wollen, wo die Hexe sich noch so alles rumtreibt. Also die Schocker werden echt schlimmer. Viel Spaß in der nächsten Folge. Euer LineTube.